Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir sind immer noch dabei, ein bisschen Sachen zu sammeln. Muss ich hier so durchschießen? Ich muss noch was wegschieben, oder? Muss ich was wegschieben, was hinschieben? Weiß nicht. Mal gucken. Guckt man hier runter? Nein, guckt man runter. Okay. Tür ist immer von der anderen Seite versperrt. Oh, warte mal. Warte mal. Müssen wir die Kisten ja doch wegballern. Nummer 1. Nummer 2. Fluch auf einer Schriftrolle. Boah, nee. Die Reichtümer habe ich mir jetzt einverleibt. Nee, die behalte ich mal. Ob man hier nochmal Öldeck spielen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Bestimmt schon jede Figur jetzt geholt, die man so bekommen kann. Bäm, Junge. Muss ich alles alleine machen? Kämpfen. Du kommst unter die Erde. Mensch. Renne dich. Für ein Ende nach. Aber sehr nett von ihm gewesen, dass er gerade gewartet hat. Nee, kann zurückhaben. Nein, kann zurückhaben. Ich ablenken lassen. Was ist denn derjenige? Irgendwo oben? Ach, ein Armbrustschütze. Wo ist denn da? Bäm, Junge. Na. Oh, nicht mein Freund. Deine Muschel gehört jetzt mir. Welche Seite? Thank you.
und abholen. Sehr gut. So, hat man hier noch eine Kiste? Aber die war fake, da war nichts drin, oder was? Hast du denn so echt ein knappes Rennen zwischen uns beiden? Oh ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr knapp und auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, die 600 Punkte? Ne, nicht mal. 550 Punkte? Das ist echt schon sehr, sehr spannend, muss man ja wirklich sagen. Eigentlich noch was anderes freigeschaltet worden hier. Und Sense. Bär und Sense. Hier stand. Fähigkeiten schauen, ja. Einhändige Verteidigung, betäuben. Hammer. Mal nehmen wir auf jeden Fall mit. Weg des Bären. Ich bin nicht Weg des Wolfes oder so. Wolfsbeherrschung, genau. Verbessert leicht Fährkampfschaden, Fährkampfwiderstand und Gesundheit. Okay. Attentatschaden, okay. Hey, guck mal, hier ist ja noch was freigeschaltet worden. Gegenangriff. Wenn deine Nebenhand frei ist. Achso, wenn sie frei ist, ja. Wirklich? Wenn meine Nebenhand frei ist, ist aber nicht. Die ist immer beschäftigt. Der hängt irgendwo fest. Weiß noch nicht wo, aber der hängt fest. Zeig es mir. Das schon wieder. Wir haben schon wieder in so einem Dungeon hier. Warum bist du so feucht? Du warst da nur mit den Schuhen drinne. Oh. Nice aus.
was im Boden drin ist. Also unter Wasser meine ich. Im Wasser. Hier ist eine Treppe, ne? Oh. Eine Truhe. Los, Eber, gib Stopp! Ja, wir schaffen das, los! Schaffen wir doch nicht. Das ist doch nicht alles, oder? Was kommt weiter? Das ist hier so eine Höhle, wo jetzt hier nur diese Vorräte drin sind. Das Gewand. Mantel des Mentoren. Können wir hier so eine Kettenreaktion verursachen? Nee, das wäre so eine komische Tafel, wa? Hm.
Servus. Will er jetzt nicht unbedingt drinnen bleiben. Nicht das schöne neue Leder. Durch. Wieder diese merkwürdigen Zeichen. Wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Cool. Ja, raus, ne? Was ist denn mit der Höhle? Richtig nice. Ja, warte, daran. Jetzt gibt's Stoff. Kann ich hier so drehen? Warum fährst du nach vorne? Ich dreh doch bloß. Soll sich der Nächste damit rumschlagen? Ich gehe hier erstmal raus. Wie viele Schätze und so haben wir denn eigentlich noch? 6 Schätze, 4 Rätsel, 3 Artefakte. Okay. Der sich aber wo drehen kann, wa? Oh nein, los! Thank you.
Nö. Wie so ein Pilzfest hier, ey. Irgendein Rätsel machen oder fighten? Wie merkwürdig. Hochbilder besiegen, okay. Mich getroffen, achso. Ich kann mich schon, warum ich nichts machen kann. Jetzt mal zum anderen, danke. Aber auch machen, ne? Eindeutig besiegt. Sind dir die Vögel? Ich sehe keinen. Ah, da habe ich meinen gesehen. Und die sammelt doch von alleine hier die Heilung ein, oder was? Stonehenge! Dies ist ein anderer Ort. Einer, der allein prächtig erscheint. Wo sein Licht am hellsten leuchtet. Nunmehr wurde ich vor einer entsetzlichen Tiefe gewarnt. Nach den Nephilim wurden große Schlachten gefochten in den Königreichen Christi. Viele verloren in ihnen ihr Leben und viele mehr in der Verheerung, die folgte. Heute hieß mich mein Herr in geraden Worten über den Ozean zu fahren, die Tür zu finden, welche seinen gefallenen Engel verbirgt. Ich versuche es in seinem Namen. Amen. Nicht richtig. Das sieht schon richtiger aus. Welch seltsame Kräfte wirken hier. Oh, haben wir Stonehenge auch fertig gemacht. Das war ja easy. Warum ist denn da hinten ein Schlüssel?
Warum ist hier hinten ein Schlüssel? Was macht der da? Ich muss sehen, was du siehst. Vielleicht für die Truhe hier drüben? Wollte ich eigentlich gar nicht. Ist auch schon eine Truhe. Breite deine Flügel aus. Kämpfen! Nein. Oh, Scheiße! Scheiße! Schneller! Ah, Hölle! Du hast seinen eigenen Stein abbekommen. Ich selber wohl daneben. Da drüben klettert das Schwein. Die versuchen es aber auch immer wieder, oder? Von der anderen Seite versperrt sein. Natürlich. Er hat das Fenster offen gelassen. Mann. Mann, oh Mann, echt. So ein Hals. Hilfe. Nee.
Luchse. Was ist das? Ein Luchs. Nee, überhaupt. Aber was war das denn? Jetzt zurück haben. Blick nicht. Wer hat dich denn umgebracht? Wer hat dich denn umgebracht? Bleib mal schön liegen. Deine Quest will ich nicht. Ich gehe mit dir. Hoppa. Ich sehe besser nach. Sind die alle hergekommen, sag mal? Sind Spawnpunkte oder so? Was siehst du, alte Freundin? Habe ich es richtig gesehen, aber war doch da im Wasser auch noch weiter, oder nicht? Oder? Oder was habe ich da gesehen? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ist auch ein gelber Punkt, oder nicht? War nicht der Vogel. Was war denn das für ein Geräusch?
Wir sind ja so voll hier. So kannst du hier wenigstens ein paar Schlangeneier sammeln, wenn dir noch welche fehlen sollten. Diese Nummer erzeugt gut. Noch mehr Schlangen hier? Das muss scannen. Nur was rot. Bin gerade nochmal respawned? Ja, guck mal, die sind da schon wieder da. Also wenn ich jetzt hier so ein Stückchen hochgehe, ne? Ist jetzt spawnen nämlich gerade alle wieder neu. Jetzt wieder hier so zurückgehen. Okay, doch nicht. Na, nicht alle, aber einige. So kriegst du wenigstens Schlange, aber die noch brauchst. Der war doch rot. Warum hat denn der nicht getroffen?
sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Zurück! Verschwinde von hier! Was, wenn ich das nicht mache? Aufzug. Los jetzt, Wichser! Sühnen! Jesus, führe meine Hiebe! Da seid ihr. Wir sollten abhauen. Ich muss sehen, was du siehst. Das war's schon. Ja, wir sind hierher gekommen zum Plündern. Wegen drei Männer. Ach, zu meinem Schiff kann ich auch mal schnell reisen. Ne? Die Slotmaschine ist einfach zu gut für euch. War nicht lila. Eine echte Kuh. Nur echte Kühe sind lila. Aber diese Fake-Dinger, weißt du? Schwarz-Weiß. Oh, die Fake-Kühe, ey. Alter Schwede, was ist das denn? Ich möchte aber auch ein Geweih haben. Sehr schön, ein Rentiergeweih. Hallo, das gerade wieder so hinterher geflogen ist. Der Herr schuf mich, der Herr schuf dich, auch Hopfen und Malz erdacht er sich. Solltest du an der Himmelspforte sein, gib noch zwei, drei Bier in dich rein. Also trink schnell aus, füll nachgeschwind, denn wer weiß, wann Gott dich zu sich nimmt. Drum, du da denen, gesell dich zu deinen Leuten. Musik ist mein Geschenk an euch. Der Herr schuf mich, der Herr schuf dich, auch Hopfen und Malz erdacht er sich. Solltest du an der Himmelspforte sein, gib noch zwei, drei Bier in dich rein. Also trink schnell aus, füll nachgeschwind, denn wer weiß, wann Gott dich zu sich nimmt. Drum trinke reichlich Ale und Wein, denn jedes Glas könnte das letzte sein.
Warum schreien denn alle so? Klingt, als hätte Ymir einen Tobsuchtsanfall. Der Herr schuf mich, der Herr schuf dich, auch Hopfen und Malz erdacht er sich. Solltest du an der Himmelspforte sein, gib noch 2-3 Bier in dich rein. Also trink schnell aus, füll nachgeschwind, denn wer weiß, wann Gott dich zu sich nimmt. Drum trinke reichlich Ale und Wein, denn jedes Glas könnte das letzte sein. Vielleicht jagt er. Eine heitere Gesellschaft. Ein Sachse spielt Musik für Nordleute. Die Freude, die man gibt, kommt dreifach zurück, sagte meine liebe Chero früher immer. Heute singe ich für sie. Früher? Ja. Doch nun ist nicht die Zeit für Trauer. Feier mit uns. Ich wollte gerade ein Fass für meine neuen Freunde anstechen. Je mehr, desto besser. Nichts heilt ein schmerzendes Herz wie ein gutes Ale. Sieht aus, als würdest du an deinem Bier nippen wie ein Kätzchen. Falsch. Wenn ich mein Trinkhorn ansetze, wird selbst Thor blass vor Neid. Ha, dann beweis es uns. Sachse, spiel noch ein Lied. Der Herr schuf mich, der Herr schuf dich. Ach, zeig mir, wie man im Rabenclan trinkt. Ich nehme an. Du wirst schon unterm Tisch liegen, bevor ich mich warm getrunken hab. Oho, das werden wir noch sehen. Der Herr schuf mich, der Herr schuf dich. Ach, Hopfen und Malz erdacht er sich. Solltest du an der Himmelspforte sein, gib noch 2-3 Bier in dich rein. Also trink schnell aus, füll nachgeschwind, denn wer weiß, wann Gott dich zu sich nimmt. Drum trinke reichlich Ale und Wein, denn jedes Glas könnte das letzte sein. Hat verloren? Ich spüre, wie Kälte in mir um sich greift. Das Bier ist vergiftet. Als würde sich Jörmungand in meinem Magen winden. Bei Odin, dieses Ale ist 100 stark. 100 Leben versprach ich, glaub, ich, werde ich ihr, als sie in meinen Armen lag, mit einem dänischen Pfeil in der Brust. 100 Leben für das Ehre. Aber eines steht noch. Dann muss ich mich selbst darum kümmern. Mörder! Plünderer! Was hat der hier für geile Angriffe drauf? Ich will auch so einen Kick haben. Du wirst sterben wie meine Chero. Ich bin es nicht, die heute stirbt. Er lockte seine Opfer mit Musik und vergiftete sie wie eine Spinne. Trauer hin oder her, die Welt ist ohne ihn besser dran. Glaub ich auch. Rexy, vielen Dank für deinen Resub von 10 Monaten. Dankeschön, Rex. Na du. Vielen, vielen Dank für diesen langen Support schon von 10 Monaten. Krass. Heftig. Hab dich in letzter Zeit kaum gesehen. Was machst du denn Schönes? Brief des Wirts. Der Song war cool. Mit dem Bier. Flieg, Freundin. Wie viel Reichtümer haben wir denn noch? 5. Ein Rätsel, 2 Artefakte. Okay. Und haben wir noch so schön viel. Gehen wir doch da mal hin. Urlaub genießen und viel draußen bei schönem Wetter. Was? Bei dir ist schönes Wetter? Bei uns ist nur Wolken, Grau, Regen.
Bist du gerade wieder außerhalb? Breite deine Flügel aus. Ein bisschen mitfliegen, ne? Am Rand gucken. Na los, Bolle. Mann, oh Mann, echt. So ein Hals. Warum? Der sieht doch gut aus. Rex, wie geht's eigentlich deinen Dream? Wer ist das? Dream World? Nee. Dream. Irgendwas mit Dream. Ja, diese Disney, weißt du? Dreamland? Dream World? Dream. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Geht's dir das überhaupt noch? Tausend. Dream Light. Die werden sofort angreifen. Oh, was war das? Bin nix. Schlag zu! Was ist? Der Rest hier. Wo willst du denn mal hinziehen? Drücke nach links und versuch doch mal nach rechts zu zielen. Keine Ahnung wohin. Oh, den kannst du zurückhaben, den möchte ich nicht. Fehlt noch? Alter, das ist ja voll hier, das Ding. Was wird denn jetzt hier? Die Schaden macht er aber nicht, wa? Dieses Ausweichen. Weil Ava nur einmal im Monat.
Nicht dich. Was ist denn jetzt hier? Das Schwein soll bluten. Die dann schon wieder alle. Ja, seid ihr. Du hast auch nur eine Pfütze auf dem Laken, oder? Ja, ich krieg's einen Hammer ab. Okay. Renn doch nicht mal weg. Hallo. Was meinst du? Nochmal, komm. Jo, Leute, das war's soweit erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.